Ja, das ist aber schade, dass das da nachgelassen hat bei Lucky Sushi, Mensch. Das war doch die Sushi-Bude schlechthin in Berlin. Da sind sie doch alle hingefahren, von Pontius nach Pilatus sind die gefahren. Ja, nur wegen der Sushi-Bude da oben am Mariendorfer Damm. Da hat der Chef, der ist ja immer da im Laden, der hat ja da noch selber mitgearbeitet. Wo hast du denn das heute noch? Meistens hast du irgendwelche Angestellten oder Leute, die ja nicht aus den Landstrichen kommen. Wenn ich hier manchmal gucke, ja, in den Pizzerien, da arbeiten ja keine Italiener mehr. Das sind ja ganz andere Landsleute, Syrer, Ägypter. Ich weiß nicht, ob die so gut Pizza backen können. Also das finde ich eben gut an dem Sushi-Laden, dass der Chef sich noch selber mit hinstellt und da selber noch mitbrutzelt und mitrollt. Das finde ich gut.